besser Hubraum als Wohnraum. So hätte man auch in der Benzin- oder möglicherweise auch dieselbetriebenen Zeit gesagt. Heute zählt es für viele Radler, möglicherweise auch für Sie, nur mehr um, welcher Motor hat die meiste Leistung, wo bekomme ich das meiste Drehmoment aufs Hinterrad, und es geht nur mehr um technische Daten, das heißt, welcher Hersteller liefert eigentlich den Motor mit der meisten Leistung. Und so wird das Rad ausgewählt. Ist das auch Ihr Gedankengang? Ist das auch das, was Sie tun wollen? Dann lassen Sie uns in den nächsten Minuten gemeinsam anschauen, wo die Vorteile und vielleicht auch die Nachteile liegen eines Motors. Ich nenne ihn gleich einmal vorneweg Hochleistungsmotors. Vielleicht eher im Rennsport angesiedelt. Wo ist der Nachteil, den dieser Motor für Sie haben kann und der dieser Motor für Sie im laufenden Betrieb haben kann? Und bekanntlich gibt es ja zwei Möglichkeiten, sich zu entscheiden. Vor einer Information und nach einer Information. So wie ich Sie einschätze, warten Sie bis am Schluss, lassen Sie uns gemeinsam die Vor- und Nachteile durchdeklinieren und schauen, was dabei rauskommt. Bis gleich! Florian Woracek hier im Verkaufsraum der Firma Red Plates oder sogar mit dem Rücken zur Werkstatt hier schraubt und werkt unter mir unser Mechaniker und hält Ihre Fahrräder in Schuss. Uns gibt es schon seit 2005 und wir beschäftigen uns halt durchwegs nur mit Fahrrädern und nur mit E-Bikes, deswegen auch möglicherweise sehr, sehr tief und im Detail halt darüber informiert. Vorneweg gleich bitte, Ihr Like ist und Ihr Lohn an uns, dass Ihnen das gefällt, was wir machen. Natürlich sind Sie nicht immer einer Meinung mit uns, natürlich haben Sie Ihre eigene Meinung und das ist auch absolut okay so. Wenn man Begründungen hat, warum man eine eigene Meinung hat, ist ja das gut. Schlecht ist es nur, wenn man eine Meinung hat, ohne zu wissen, warum man die eigentlich hat. Trotzdem, Daumen nach oben freut uns, zeigt uns, dass unsere Arbeit Sinn macht, dass das ist Ihr Lohn an uns. Und natürlich auch den Kanal abonnieren, die Möglichkeit haben Sie auch kostenlos, den Kanal abonnieren. Steht unter bei YouTube, dann wird derzeit über 2000 Abonnenten, dann bekommen Sie immer ein Glöckchen von YouTube, eine Information, wenn ein neues Video im Bereich E-Bike, im Bereich Fahrrad hier aus der St. Pölten Innenstadt für Sie verfügbar ist. Steigen wir spontan oder frontal ein ins Thema. Um was geht es heute? Heute geht es um die Motoren. Ich nenne sie, ich kategorisiere das immer ganz einfach in Bergfahrermotoren und Straßenfahrermotoren. Also Bergfahrermotoren sagt ganz klar, wo ist mein Einsatzgebiet, wo bin ich unterwegs, und Straßenfahrermotor sagt es auch. Das Problem ist sehr, sehr häufig, ich sehe es bei uns, bei Kunden, die vorne bei der Tür reinkommen, die suchen immer die eierlegende Wollmilchsau. Also eierlegende Wollmilchsau, das soll alles können, das soll Eier legen, aber Wolle geben und natürlich auch Milch und am Schluss will man das Fleisch nehmen und dann wieder alles von vorne. Dass das schwierig wird, haben wir schon in anderen Videos erwähnt. Vielleicht haben Sie sich schon durch das eine oder andere Video durchgeklickt. Und besprechen wir mal die Motoren. Natürlich, unsere Videos oder auch unser E-Book, was draußen ist, was Sie kostenlos runterladen können, ist natürlich schwerpunktlastig auf Bosch. Warum? Bosch ist einfach bei uns im deutschsprachigen Raum der weit verbreitetste Motor. Ich will nicht sagen, es ist der beste, es ist auch nicht der schlechteste, aber es ist einfach der weit verbreitetste. Wir wachsen, Sie, so wie ich, wachsen hier in diesen Breiten mit Tankstellen auf, wo Bosch oben steht, oder Kfz-Werkstätten, wo Bosch oben steht. Auf dem Akkuschrauber steht Bosch oben, auf dem Rasenmäher steht Bosch oben, auf viele Akkus im Auto steht Bosch oben, die Einspritzpumpe ist von Bosch, was auch immer. Das heißt, das ist uns ein vertrautes Werk, würde ich fast so sagen. Im Fahrradbereich natürlich, wo ich oder wir herkommen, ist natürlich Shimano genauso gut. Bosch hat eben mittlerweile Motoren bis 75 Newtonmeter rauf. Auch der neueste Motor im 2020er Jahr hat die Leistung nicht gesteigert. Panasonic gibt es Shimano, teilweise 90 Newtonmeter, teilweise 80 Newtonmeter. Und natürlich gibt es auch den bekannten Motor im Highbike, der TQ-Motor aus München, aus Deutschland, bringt 120 Newtonmeter auf. Also bringt es auf 120 Newtonmeter. Nur mal zum Vergleich, nur mal so, um nachzudenken, ein Opel Corsa bringt ungefähr 85 Newtonmeter zustande, ein Opel Corsa mit 1,4 Liter Motor und hat natürlich wesentlich mehr Gewicht, zumindest, ich weiß jetzt nicht exakt, aber 1200, 1300 Kilo plus natürlich Besatzung. Und beim Fahrrad kommt natürlich noch dazu, dass Sie auch mittreten. Das heißt, wenn man einen Motor mit 75 Newtonmeter, haben Sie schnell einmal 150 Newtonmeter Drehmoment. Und jetzt komme ich auf den Punkt. Bei einem Auto, wenn ich einen Opel Corsa wieder hernehme, dann habe ich vorne den Vorderradmotor, Opel Corsa ist bekannt, Vorderrad angetrieben, und habe ich einen Antriebsstrang, also Motor direkt geht der Antriebsstrang, die Antriebswellen gehen auf die Vorderräder.
Beim Fahrrad ist es so, dass das Drehmoment hier rauskommt, das heißt hier einmal das Drehmoment, hier treibt der Motor an und das, was ich habe, ist eine kleine dünne Kette. Ich habe eine kleine dünne Kette und diese kleine dünne Kette haben wir jetzt schon vielleicht seit 20 Jahren, seit 25 Jahren, seit eh und je im Fahrradbereich haben wir diese Kette. Was noch erschwerend dazu kommt, mittlerweile haben wir hier nicht, wir haben 9 Gänge, es gibt jetzt Fahrräder mit 10, 11, 12 Gängen. Wenn die Kette 12 Gänge hat, muss sie natürlich wesentlich schmäler werden und Sie können sich vorstellen, noch die besten Materialien ermüden, umso dünner die Wandstärke ist. Das heißt, natürlich kann ich hochwertigere Materialien verwenden, das macht man auch, kostet natürlich wieder mehr Geld, aber das andere, umso dünner die Wandstärke ist, umso schneller ermüden diese Materialien. Und jetzt ist es so natürlich, dass Leute teilweise zu uns kommen, die haben nicht viele Kilometer um, kommen natürlich auf die Nutzung drauf an, haben sich den stärksten Motor ausgesucht, weil nur das Beste, nur das Stärkste, der größte Akku muss es immer sein und der stärkste Motor, weil das brauchen wir, weil wir brauchen das. Warum brauchen sie das? Na, wir brauchen das einfach. So, das ist die Begründung vieler Kunden. Gut, dann kommt natürlich noch 1000, 2000 Kilometer. Kann es schon sein, nageln Sie mich hier nicht fest, dass die Kette schon verschlissen ist. Und wenn man nicht rechtzeitig die Kette tauscht, dann übertragt sich die Kette zieht sich in die Länge. Das heißt, wir haben eine Kettenlehre und die Kette zieht sich da in die Länge und durch die gelenkte Kette nutze ich natürlich auch das Ganzel hinten, die Kassette schnell ab und natürlich auch das Ganzel vorne. Und wenn man nicht rechtzeitig diese Kette tauscht, dann übertragt sich diese verschlissene Kette relativ schnell auf Kette und Kranz, also auf Kranzel und Ritzel hätte ich fast gesagt, oder Kettenkranz hinten, Kassette, und da muss man wieder alles tauschen und das geht natürlich ins Geld, ist natürlich aufwendig. Jetzt fragen Sie mich wahrscheinlich, ob ich Ihnen empfehle, schwächere Motoren zu verwenden, wie hier zum Beispiel, das ist ja auch kein CX-Motor, Bosch Performance CX, auch kein PFM, sondern ein Aktivline-Motor. Es gibt Motoren, je nach Hersteller, zwischen 40, 50 Newtonmeter, 60 Newtonmeter, der Performance Line hat 65 Newtonmeter. Ist der Performance Line zum Beispiel mit einer Innengangschaltung verbaut, also mit einer 8-Gang Innenschaltung, 7-Gang oder teilweise 5-Gang? Bei der 5-Gang ist er auf 60 Newtonmeter gedrosselt, weil der Hersteller Shimano nicht mehr Drehmoment freigibt, weil er weiß, sein Planetengetriebe auf Dauer hält das nicht aus. Bei der 7- oder 8-Gang ist halt nur 50 Newtonmeter möglich, das heißt, der Aktivline-Motor, der Plus, schafft das. Das würde genau passen. Und sonst ist halt der Motor gedrosselt. Es hat schon Fahrradhersteller gegeben, die haben zwar einen CX-Motor eingebaut. Der Kunde sagt, boah, ich habe einen CX. Und in Wahrheit ist aber der Motor gedrosselt, weil ihm ein Hinterrad, ein Planetengetriebe verbaut ist. Aber jetzt fragen Sie mich vielleicht, oder jetzt höre ich ein bisschen die Frage raus, empfiehlt mir der Florian Woracek hier, einen schwächeren Motor zu verwenden? Na, ganz und gar nicht. Ich empfehle Ihnen, keinen schwächeren Motor zu verwenden. Ich empfehle Ihnen nur, einfach in sich zu gehen und sich zu überlegen, was will ich eigentlich machen, was ist notwendig für mich. Ich habe ja bewusst ein Rad ins Blickfeld gerückt, das jetzt nicht den stärksten Motor hat, auch nicht den größten Akku, aber ein Fahrrad, das mit dem man viele Freude haben kann, mit dem man weite Strecken relativ sparsam zurücklegen kann, dadurch hohe Reichweiten zustande kommt. Natürlich ein Motor, der nicht das höchste Drehmoment hat, kann natürlich weitere Reichweiten fahren. Weiterer Vorteil ist natürlich die Antriebsketten, die Antriebsritzel, die Antriebs Teile, die Kettenteile, die Antriebsteile, die halten einfach wesentlich länger. Das bedeutet natürlich erstens, dass es günstiger ist, dass sie mit Akku länger auskommen, sie brauchen weniger Laden. Gut, das fällt vielleicht nicht so ins Gewicht, weil die ganze Tagesstrecke fahrt eh selten wäre. Aber zum Dritten, sie brauchen auch seltener in die Werkstatt oder wenn sie das selber machen, brauchen sie seltener oft Hand anlegen. Das heißt, wir reden hier von einer Ersparnis und natürlich auch in erster Linie einmal ein bisschen Gedanken machen. Was will ich machen? Mit was will ich mit dem Fahrrad fahren? Wenn ich jetzt mit so einem Bauch daherkomme und sage, ich bin der Ultrasportler, dann weiß ich nicht. Ja, wir beim Laufen beginnen. Beginnen wir mal leicht, mal kurze Strecken und dann erweitere ich das Ganze. Und dann kann ich mir immer noch ein Fahrrad kaufen und sage, jetzt bin ich der Ultra-Bergfahrer und jetzt passt es für mich. Aber wie gesagt, überlegen, was will ich machen, dann habe ich Freude daran, wenn mich das dann dauernd nervt, dass ich Kette tauschen muss, vielleicht alle 1000 oder alle 1500 Kilometer, dann nervt mich das, dann fahre ich vielleicht wieder ungern mit dem Rad. Und einen Sidestep noch, wir waren ja früher im Motorsport natürlich da Benzin getrieben und da ist es durchweg so, wenn ich jetzt Motoren hernehme, die was über diese 75 Newtonmeter sind, ist das für mich auch der Bosch Performance CX, ist schon für mich ein Hochleistungsmotor. Wenn ich da einmal mit einem Zylinder gefahren bin, dann hat dieser Motor neu gelagert werden müssen, dann hat dieser Motor nachbearbeitet werden müssen. Der Motor ist nur einmal im Renneinsatz. Und umso näher ich den Renneinsatz komme, umso mehr muss ich tauschen. Und
Da kann ich Ihnen viele Geschichten erzählen aus dem Motorsport. Und wenn Sie das Fahrradfahren so betreiben wollen, dann steht dem stärksten Motor nichts im Wege. Wenn Sie was sagen wollen, schau her, ich will eigentlich nicht nachdenken. Ich will in der Früh in die Arbeit fahren, am Abend heimfahren, das vielleicht 200 Mal im Jahr oder wenn einmal ein bisschen regnet, nur 180 Mal im Jahr, dann passt vielleicht was anderes für Sie besser. Das ist meine Empfehlung an Sie. Wenn Sie tiefer in das Thema einsteigen wollen, also machen Sie sich immer die Konsequenzen bewusst. Es gibt ja nichts Gutes und nichts Schlechtes, aber jede Handlung, die wir auf der Welt setzen, hat Konsequenzen, hat Auswirkungen. Ich möchte noch hinweisen am Schluss, ich habe es auch kurz angeschnitten, es gibt die dritte Auflage unseres sehr, sehr beliebten E-Books, 40 essentielle Tipps beim E-Bike-Kauf, also nicht nur als E-Book, auch schon, je nachdem, wann Sie das Video sehen, auch als normales Buch über Amazon verfügbar. Bei uns kostenlos downzuladen auf der Homepage www.redblades.at. Redblades.at können Sie es kostenlos downloaden, einfach eintragen und den Link zusenden lassen und Sie bekommen das E-Book. Das hat rund auf A4 gerechnet, rund 60 Seiten, genauso 60, 65 Abbildungen, 40 Punkte sind abgehandelt, das heißt Punkt für Punkt eine Checkliste für Sie. Sie können den Verkäufer fragen, Sie wissen, was der Markt bringt, Sie können sich einstellen auf den Markt oder auch alternativ, wenn Sie schon ein Fahrrad haben, das Ihnen nicht so passt, was können Sie damit machen, wie können Sie das weiterentwickeln? Und wir freuen uns da auf Ihre Rückmeldung, kostenlos bei uns auf der Homepage und über Amazon, um ein kleines Geld zu erwerben. Dann geht es auch auf den E-Book Kindle, auf den E-Book Reader und je nachdem, wann Sie dieses Video sehen, ist auch schon das Buch als gedruckte Form heraus um ein paar Euro. Mir bleibt nur zu sagen, hier ist der St. Pöltener Innenstadt, mein Name Florian Woracek. Ich wünsche Ihnen eine wunderbare Fahrradsaison und viele weitere Fahrradsaisonen mit Ihrem Fahrrad. Ein Fahrrad kann ja einige Saisonen halten, 10 Jahre sage ich immer wieder ganz gerne. Und mein Team wünscht Ihnen auch eine gute Fahrt und wir freuen uns. Wenn Sie mal jemanden aus Fleisch und Blut haben möchten, das heißt nicht nur technisch, nicht nur im Video, sondern auch mit wem reden, also Reaktionen, also Aktion, Reaktion, etwas zu fragen und direkt eine Antwort zu kommen, kommen Sie zu uns in die St. Pöltener Innenstadt. Wir sind in der Wiener Straße 45. Bei E-Bike-Beratungen, die dauern im Schnitt eine halbe Stunde, 30 Minuten bis 2 Stunden. Hier nehmen wir uns gerne für Sie Zeit. Bitte allerdings, bitte unbedingt voranmelden per E-Mail office@redblades.at oder auch einfach anrufen 027 42 41 911. 027 42 41 911. Wir nehmen uns Zeit für Sie und dann gehört der Zeit nur Ihnen und sonst niemandem. Sie können Fahrräder dann angreifen, Fahrräder Probe fahren und natürlich, wir würden uns freuen, wenn Sie uns als Händler Ihres Vertrauens wählen. Florian Woracek von der Firma Redblades. Dankeschön.